Welcome guys to a new video. Chat beiseite, Google ist mein Englisch nicht. Jetzt mit der Instanz Velada oder Vorratskammer. Ziemlich einfach. Einfach im Sinne von unkompliziert, aber schwer in der Ausführung. Weil die Gegner nicht gerade ohne sind, wenn ihr nicht entweder ausreichend Ausrüstung habt. Also Ausrüstung im Sinne von Verteidigungswerte, Rüstung oder auf Glascannon spielt und zu wenig Schaden macht. Das werdet ihr gleich sehen, falls die Mobs nicht so schnell down gehen. Alles klar, ihr habt die zwei Bosse gesehen, dann hier die Spinne und sobald ihr die Spinne aktiviert habt, raus. Und der Schaden ist einfach zu immens. Von der Juliette, von der Julia, wie die Frauen so sind, können krass zuschlagen. Hier haben wir. Geht's weiter. So, und das ist nämlich der Endboss. Und wenn ihr schon mit den Problemen habt, dann wird der Endboss für euch die Hölle sein. So. Das war's dann auch schon. Danke fürs Zusehen. Wie immer, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Dropbox-Ordner, wo sich alle Screenshots von allen Instanzen befinden. Und auch in diesen Screenshots sind alle Geheimnisse, Bosse und auch Schätze verzeichnet. Bis dann.